Je, ein süßer kleiner Mechmod für, also klein eigentlich nicht, ein Riesenbrocken für 18650er bis 21700er das Ganze hier. Keen nennt er sich und den schauen wir uns heute mal aus der Nähe an. Clouds, Bro, Clouds. Hi Leute, Dampfwolke 7 hier, heute mit einem Review zu dem Keen Mod. Das Ganze ist designt in, steht auf der Rückseite drauf, USA und in China gebaut bei Timeswap, wenn ich richtig informiert bin. Kommt zum recht moderaten Preis. Wir können hier alle Akkutypen eigentlich reinpacken: 18650, 21 und 20700. Und wir kriegen hier verschiedene Topcaps mit von 30 mm, 27, 28 und 5, nee, 27 und 25 mm. Das heißt, ihr könnt das hier auch noch mit so einem Beauty Ring anpassen, der mitkommt halt, je nachdem, welchen Verdampf ihr oben drauf schraubt. Ist schon ein richtiger Brocken. Das Ganze riecht auch schon so ein bisschen nach Messing, müsste ab und zu polieren. Ich würde sagen, wir gehen mal runter in die Detailansicht und schauen uns an, was da so alles mitkommt. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit und zum Dampftest. Also auch heute wieder dranbleiben. Spannend. Okay, first things first. Hier haben wir die Verpackung vom Keen Mod Mechanical Tube Mod. Ja, auf der Rückseite sehen wir so ein paar der Spezifikationen, also welche Akkus gehen rein, wie groß ist oben der 510-Anschluss vom Durchmesser, da sind so Adapter mit dabei. Das seht ihr hier auch nochmal im Lieferumfang, aber das schauen wir uns natürlich jetzt auch nochmal in echt an. Packen wir das Ganze mal auseinander hier. Dann findet sich hier im Inneren erstmal so ein Poliertuch, eine Anleitung in verschiedenen Sprachen. Und dann natürlich der Mod selber in der Verpackung. Wir haben hier zwei verschiedene Topcaps, die wir aufschrauben können, um nochmal den Durchmesser oben anzupassen für verschiedene Verdampfer und so ein paar Ersatzfedern. Und im Schalter befinden sich hier diese Kontaktringe, sag ich mal, aus Draht. Die sind auch nochmal vergoldet und von denen kommen auch nochmal zwei Stück dabei, falls ihr die mal austauschen müsst. Die sind ziemlich widerständig gegen Arcing, also da habt ihr eigentlich keinen großen Verschleiß im Betrieb, aber irgendwann sind die natürlich auch durch und dann kommen hier von denen auch nochmal zwei Stück mit. Gut, hier das Ganze mal aus der Nähe. Seht ihr, ist schon in Benutzung gewesen. Ist so ein bisschen oxidiert natürlich. Also wieder ein Gerät aus Messing, wo ihr ab und zu mal dran müsst, um das Ganze wieder neu zu polieren. Wir haben hier rundlaufend diese Keen-Einfräsung. Das Ganze ist relativ ergonomisch geformt. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 93 mm und hier oben an der dicksten Stelle einen Durchmesser von 30 mm. Die Topcap ist hier recht schön gemacht. Da steht auch noch Designed in USA bei Stan. Wir haben eine Seriennummer hier oben und hier seitlich dann auch eure Entgasungslöcher. Der Taster im unteren Bereich auch wieder sehr hübsch. Tenacious, Timeswap, der Hersteller. Und hier im oberen Bereich, diesen äußeren Ring, kann man halt abdrehen. Das hier ist jetzt der Adapter, der das Ganze dann wirklich auf 30 mm flush macht. Also wenn ihr jetzt hier einen Verdampfer habt, der 30 mm hat, passt der natürlich dann hier oben auch perfekt drauf. Dann haben wir hier den für 27 mm. Den könnt ihr oben drauf packen. Dann läuft das Ganze hier oben so ein bisschen halt dann zu. Oder jetzt hier halt dann mit 25 mm. Den lassen wir auch mal drauf für den Taifun GT. Dann passt ein Verdampfer halt auch mit dem Durchmesser hier oben perfekt drauf. Das läuft dann halt hier entsprechend zu und ja, sieht dann ein bisschen hübscher aus. Gut, dann kommen wir mal zum Herzstück, natürlich dem Taster hier. Drehen wir mal hier unten raus. Ist auf jeden Fall ein dicker Klopper, wie ihr hier seht. Hier haben wir ganz viel Masse drin. Jetzt hier mit der Feder relativ hart zu drücken, das Ganze. Wir haben einen Kontakt, der immer zum Akku da ist. Das heißt, hier ist keine Unterbrechung zum Akku. Wir haben also auch keine Arcing-Geschichten hier an dem Kontakt. Dann kann man hier im Inneren diesen Ring natürlich rausdrehen, wenn ihr den zerlegen wollt. Nur um auch zu gucken, wie der Ganze aufgebaut ist, können wir diese ganze Einheit hier, diesen Ring erstmal rausdrehen. Und dann seht ihr hier im Inneren die Kontaktfläche, die einmal hier oben natürlich in diese Kugelform reingreift. Das Ganze geht dann hier raus, sobald ich hier drücke. Und auch den Taster könnt ihr natürlich nochmal weiter zerlegen. Ihr seht das hier an diesen kleinen Löchern, die hier drin sind. Da könnt ihr mit einer Pinzette reingreifen, ein bisschen Spitzpinzette nehmen. So, dann dreht sich das Ganze hier natürlich auseinander.
Hier ist mal der PIN nach der Benutzung. Ihr seht, hier ist nichts an irgendwelchen Spuren dran. Ich habe den bisher noch nicht einmal sauber gemacht. Also das scheint hier zu funktionieren, auch hier im oberen Bereich. Keine Kontaktbrände. Und das ist so ein bisschen auch im Inneren hier dieser kleinen Windung natürlich geschuldet. Die machen wirklich einen sehr guten Kontakt. Da haben wir eigentlich immer vom PIN auch Kontakt hier zum Housing. Und dadurch ergibt sich dieses Ergebnis. Auch hier seht ihr, alles noch schön sauber und wie neu. Hier das Tastergehäuse mal von innen. Wunderbar. Hier haben wir den Taster, von außen natürlich, die Platte. Ja, und die Feder, die verbaut ist, ist die, die auch nochmal als Ersatzteil mitkommt. Das ist diese relativ harte. Gut, zusammenbauen natürlich genauso wie vorher auseinandergebaut, nur andersrum. Feder rein, dann den Taster hier reinsetzen. Der kann sich auch nicht verdrehen, weil der hier in diesen Nuten läuft. Da haben wir so Ausfräsung. Dann können wir hier natürlich das Gegenstück wieder reinsetzen. Und dann vorsichtig hier wieder reindrehen. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, man will den Kontakt natürlich nicht verkatschen, gerade mit den Keramikdingern. Macht man hier sich hier relativ schnell Katscher auch rein. Handfest reicht. Und ja, dann sollte das Ganze wieder funktionieren. Gut, und dann packen wir hier die Feder wieder rein. Oben den Deckel drauf. Und dann die Mutter hier rein. Und dann ist das auch wieder einsatzbereit. Der drückt hier relativ fest in den Akku und gleicht natürlich dann auch so ein bisschen die Längenunterschiede aus. Gut, dann kommen wir noch zu den verschiedenen Akkutypen. Es kommt hier ein Adapter mit, den ihr halt verwenden könnt. Hier finde ich sehr schön. Hier ist mal dran gedacht worden, auch Löcher reinzumachen, um hier so ein bisschen auch Entgasung nach oben zu haben. Viele sind hier geschlossen von den Adaptern. Der passt hier gut rein. 18650er. Wenn wir das Ganze jetzt zudrehen. Und dann ist das Ganze auch schon einsatzbereit und feuert hier relativ gut raus. Genau dasselbe gilt natürlich auch für die anderen Akkutypen. Und die 21700er passen natürlich auch hier rein. Seht ihr, sitzen wunderbar. Und also ihr könnt da eigentlich dann alles an Akkus reinpacken, die zumindest mal physisch hier reinpassen. Ihr solltet natürlich immer darauf achten, dass die Wicklung, die ihr oben drauf habt, auch zu der Leistung, die euer Akku liefern kann, natürlich passt. Gut, dann werden wir mal mit der Detailansicht soweit, aber auch durch. Und ich würde sagen, wir gehen mal wieder nach oben und kommen so langsam zum Fazit. Jo, ihr habt gesehen, das Teil ist wirklich solide gebaut. Das Wichtigste bei so einem Gerät ist natürlich immer der Taster, der ist hier wirklich gut gemacht. Wir haben hier diese Federn, die hatten wir auch schon im DJVU-Mod drin. Und also nicht diese Feder, diese Kränze, die um den Pin herum gehen und die sorgen halt für einen sehr guten Dauerkontakt. Dann haben wir zusätzlich auch noch einen Dauerkontakt zum Akku, der kein Arcing erzeugt. Also ihr werdet keine Kontaktbrände machen, der Schalter ist also relativ wartungsarm und er haut recht gut raus. Vom Druckpunkt her ist er recht angenehm, würde ich sagen. Und er liefert halt Leistung pur. Eigentlich schon zu viel für die Wicklung, die ich jetzt gerade auf dem GT4 drauf habe. Ja, ansonsten natürlich wie immer die Ansage, mechanische Mods und Einsteiger. Hier ist keine Elektronik drin, die euch für irgendwas schützt. Wir haben zwar oben und unten Entgasungslöcher, und die haben sogar diesmal dran gedacht, in die 18650er Kappe, die da mitkommt, also diesen Adapter, so Entgasung nach oben hin reinzumachen. Aber ihr solltet ihr immer wissen, was ihr macht. Das heißt, die Wicklung mit dem Widerstand sollte halt zu den Akkus passen, dass sie dann auch diese Leistung fahren kann, die ihr dort abrufen wollt. Auf jeden Fall ein Thema, mit dem ihr euch vorher beschäftigen sollt. Und wenn ihr jetzt Einsteiger seid, ist das erstmal nichts für euch. Kauft euch lieber was Geregeltes. Für die, die gerne im mechanischen Bereich natürlich unterwegs sind, aber auf jeden Fall ein Gerät, was eine gute Qualität liefert, muss ich ehrlich sagen. Also da gibt es viele Mods in dem Bereich, die das 3-, 4- oder 10-fache kosten und nicht so einen guten Schalter haben. Also von daher auf jeden Fall vielleicht mal ausprobieren und ja, vielleicht mal gucken, ob das was für euch ist. Mir hat er gut gefallen. Er ist natürlich recht schwer, also ist was für Leute, die auch gerne schwere Mods mögen. Mit dem Tröpfler oben drauf wird es wahrscheinlich noch ein bisschen leichter sein, jetzt mit dem GT4. Recht schwere Kombi, aber auch recht ausgeglichen das Ganze, wie ihr seht. Ja, nice. Und dann oben mit dem gelben Drip-Tip oben drauf ergibt sich daraus dann halt, ich finde auch optisch eine schöne Kombi.
Aber das liegt natürlich wie immer im Auge des Betrachters. Gut. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, packt sie runter in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Macht gerne einen Daumen hoch und ansonsten wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Dampfen und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Dampfwolke.